Hallo, herzlich willkommen hier in den Benjamin Kurz Filmstudios sozusagen, mitten in Köln für integrale Fotografie und kleine Werbefilme für deine Kunden, oder? Habe ich das richtig interpretiert? Super. Stellst du uns deine Tätigkeit einfach nochmal vor? Ja, gerne. Also ich freue mich. Also mir und den Zuschauern. Und so. Ja, klar. Also hast du eigentlich genau richtig gesagt. Wir sind hier in den Kurzfilmstudios. Das ist mein Studio, mein Mietstudio, das vermiete ich auch. Und arbeite hier aber aus meinem Arbeitsraum. Ich mache hier sowohl Filme als auch Fotografie und sozusagen meine Homebase. Ich arbeite nicht immer hier. Ich arbeite deutschlandweit, europaweit, gerne auch weltweit. Und ich mache eine Sache besonders gerne, nämlich integrale Porträtfotografie. Okay. Genau. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was gerne. Mich interessiert, auf deiner Karte steht nicht nur integrale Fotografie, wo man ja erstmal wissen muss, was das ist, das wirst du gleich erklären. Du bist aber auch Coach. Ja. Wieso bist du Coach? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oder wie bist du zum Coaching gekommen oder hast du gedacht, du wirst besser in der Arbeit oder kreativer oder wie bist du überhaupt zum Coaching gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist so entstanden, das war nie so eine bewusste Entscheidung, so jetzt muss ich Coach werden, ich will Coach werden. Ich habe vor ein paar Jahren einen Coach kennengelernt, Dennis Scharnweber. Mhm. Und übrigens ein super Coach. Ein super Coach. Und ein super Trainer. Super Lehrtrainer. Der Beste. Ja. Nee, wirklich. Falls er zuhören sollte. Den grüßen wir natürlich herzlich. Nee, wirklich. Also ich habe ihn kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo ich fotografiert habe. Er hatte dort ein Tagescoaching und das, was er erzählt hat, hat mich angesprochen. Er hat Sachen von Eckhart Tolle drin gehabt, er hat spirituelle Dinge drin gehabt, er hat aber auch über Ficken und Pimmel gesprochen. So war irgendwie alles dabei und fand es okay. Er war ein totaler Verkäufer damals noch, hat mich auch gecatcht und ich hatte ziemlich Stress auf diesem Thema Geld. Also Stress heißt, Geld war mir nicht wichtig, ich dachte, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht alles. Und hat er so einen kleinen Kunsttrick gemacht und hat gesagt, wenn Geld nicht dein Freund ist, warum soll er ein Bier mit dir trinken gehen? So, also wenn du sagst, Geld ist nicht mein Freund, dann geht er halt mit jemand anders, nämlich zu ihm oder zu dir oder sonst was. Ich habe so 3-4 Jahre gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was er damit meinte. Und mich hat einfach fasziniert die Arbeit mit Menschen. Ich bin also auf mehrere Seminare von ihm dann gegangen, die Arbeit mit Menschen. Und was das macht, also was es mit mir gemacht hat, aber auch was das mit anderen macht. Und da wollte ich einfach tiefer eintauchen, um zu schauen, was kann man vielleicht auch mit Menschen machen, die vor der Kamera sind. Also du bist, und das finde ich ganz interessant, du bist nicht auf die Seminare gegangen, weil du dachtest, du wirst dadurch erfolgreicher, sondern um zu gucken, was du mit den Menschen quasi oder wie du den Menschen helfen kannst. Genau, und dann stellt man aber erstmal fest, dass man eigentlich erstmal sich selber hilft, bevor man anderen Menschen hilft. Ne? Also würdest du sagen, dass das, also dein Why, um auf solche Seminare zu gehen, Menschen weiterzuentwickeln, zu helfen, dass das auch dasselbe ist, wie du im Coaching oder in der Fotografie machst? Ja, könnte man so sagen. Also ich habe festgestellt, dass in der Porträtfotografie, die ich mache, dass ich irgendwie intuitiv eine gute Verbindung zu den Leuten herstelle. Und ich glaube, dass das A und O ist für ein gutes Porträtbild, eine gute Beziehung zueinander zu haben, wo derjenige auf der einen Seite in seiner Komfortzone ist, aber ihn ab und zu auch mal da so rauszieht, damit er aus dem Denken rauskommt. Ne? Also aus dem Denken von, wie sehe ich aus, muss ich so gucken oder so? Oder soll ich vielleicht die Augen ein bisschen zugucken? Und was denkt er über mich? Also diese ganzen Gedanken, die ständig ablaufen, die wie so Metaprogramme am Start sind. Sprich, ist das also jetzt diese integrale Fotografie, von der wir es vorher hatten, oder? Das war vorher so, das war intuitiv, wie gesagt, dass ich mit den Menschen gearbeitet habe und das Gefühl hatte, irgendwie mache ich das gut. Mhm. Die Leute fühlen sich wohl. Es ist eigentlich nur so ein Gespräch und die stehen vor der Kamera nicht dahinter und wir unterhalten uns halt ein bisschen und zwischendrin drücke ich auf den Auslöser. Wenn du aber so irgendwie hast, so intuitiv, ich wollte halt wissen, wie kann ich das besser steuern? Dass die Menschen sich wohlfühlen vor der Genau, Kamera. Genau, weil es gibt manche, die kommen rein, da machst du 3 Bilder und es ist alles super. Dann gibt es welche, da schießt du eine Stunde lang. Und das ist das Gefühl so, irgendwie, was könnte da noch mehr gehen? Und durch diese Ausbildung, die ich jetzt bei Dennis gemacht habe, habe ich gelernt,
was für viele Tools eigentlich gibt und für coole Tools es gibt und dass für jeden ein anderes Tool notwendig ist und dass man die miteinander kombinieren kann und dass es eigentlich total easy ist. Ja, super. Das heißt also, genau. Ich komme jetzt zu dir, möchte Bilder von mir machen für meine neue Website oder für was auch immer. Mhm. Also wahrscheinlich keine Passbilder oder machst du das auch? Nee, Passbilder mache ich nicht. Okay. Da kannst du um die Ecke gehen hier auf die Straße. Also schon, wenn du was Spezielles genau. willst, oder? Also Correct. Wenn man sagt, ich suche so dieses eine Bild, dann gehe ich zu dir. Ja, also die Leute, die zu mir kommen, sind wirklich querbeet. Aber was alle, glaube ich, verbindet, ist, dass sie entweder ein bisschen Stress auf Fotografie haben, also sobald eine Kamera an ist, dann so den machen. Okay. Oder sagen, ich möchte ein Bild haben, was wirklich Strahlkraft hat. Super. Also es muss irgendwie durch die Decke gehen, das muss knallen, weil über Film, was ich ja auch mache, kannst du natürlich die Sprache hören, du siehst die Gestik, die Mimik und so weiter. Mhm. Über ein Foto, das ist ein Moment und du hast lange Zeit drauf zu gucken und da muss so viel enthalten sein. Und ja. wir haben alle so viele unterschiedliche Anteile, Persönlichkeitsanteile. Die fängst du ein. Und die möchte ich einfangen. Na, super. Genau. Und was ich eben entwickelt habe, ist eine Methode, wie man genau diese Anteile sich anschaut. Mhm. Also um den das lustigen Anteil oder den seriösen Anteil oder den peppigen Anteil. Genau. Okay, gut. Genau, weil das hat, ist für jeden ja für jeden individuell und ich kann dir ja nicht sagen, was jetzt dein Anteil ist. Mhm. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann so ein bisschen ins Fühlen gehen, ja, und dann mal schauen, was könnte das sein, die das spiegeln. Mhm. Und vielleicht trifft das sogar 100% zu dem, wie du dich selbst wahrnimmst. Das heißt, ich kann also auch zu dir kommen und sagen, hey, da gibt es was, was ich nicht lebe. Dieses Bild hätte ich gerne. Also mhm. es gibt so einen Anteil irgendwie, da bin ich neugierig, ob ich das kann. Machst du mhm. das auch? Oder wo man ja. so ein bisschen entdeckt, wer man noch ist? Genau, also es ist so, wenn du zu einem Shooting kommst, wir sprechen vorher nur kurz am Telefon. Ja. Ich sag dir, dass du eigentlich einen ganzen Koffer an Klamotten mitbringen sollst. Ach, und alles cool. Deine Lieblingssachen. Ja. Ich nehme mir viel Zeit. Wir haben fast 3 Stunden hier im Studio zusammen. Ja, und dann setzen wir uns erstmal an den Tisch und unterhalten uns. Und dann stelle ich gute Fragen. Super. Ja? Und durch diese Fragen kommst du dann zu dir, weil es ist ja so, wir wollen irgendwie alle gesehen werden. Und wir wollen alle anerkannt werden. Ja. Ja? Also ich, du, man kann so viel sagen, wie man will. Ja, kill your ego und sowas. Da gibt es viele Bücher zu und viele Vorträge und so. Finde ich auch alles richtig, finde ich auch nicht falsch. Nur, ich glaube trotzdem, wir wollen gesehen werden, so wie wir sind. Und wir fühlen uns dann wohl, wenn andere Menschen uns das spiegeln, uns den Raum dafür geben. Und diesen Raum möchte ich hierfür dann öffnen. Super, ja. Und stell zum Beispiel die Frage, wie nimmst du dich persönlich wahr, privat und beruflich? Ja. Und ich stelle auch eine Frage, wie würdest du gerne wahrgenommen werden? So, und das sind 2 Dinge, die nicht immer gleich sind. Mhm. So, und jetzt gucken wir, ob wir das vielleicht zusammenkriegen können, weil beides irgendwie wichtig ist. Denn du schaffst ja mit jedem Gedanken eine Realität. Ja. Und wenn ich sage, ich möchte so und so wahrgenommen werden, dann bist du schon an der Realität, dass du auch so wahrgenommen wirst, schon viel näher dran. Das ist hochspannend, ich finde das super. Das ist super spannend, das macht voll viel Spaß. Das heißt, das war diese eine Begegnung quasi. Du warst eigentlich auf dem Seminar von Dennis Scharnweber, hast dann geshootet, fandest das interessant und mhm. hast dann quasi für dich ein Konzept entwickelt. Menschen genau. helfen und dennoch bist du damit quasi erfolgreicher, weil es nicht nur den Menschen hilft, sondern auch dir. So, du hast eine neue Struktur drin, also hast dich weiterentwickelt. Kann man so sagen, ja. Mir ist ja immer wichtig, dass ich quasi die Menschen vor die Kamera hole, die Persönlichkeitsentwicklung machen. Mhm. Ja, und du hast vorher das Wort Strahlkraft verwendet. Mhm. Das schlägt für mich natürlich eine ideale Brücke. Ich mache ja nicht nur Life-Coaching, sondern ich mache ja auch viel Energiearbeit. Genau. Ich stehe zu meiner Spiritualität und möchte eben auch Menschen zeigen, die auch spirituell unterwegs sind, die sowas wie Quantenheilung, Reiki, Persönlichkeitsentwicklung spannend finden. Und wenn man jetzt so anguckt, ist er eigentlich ein super Typ mit Cappy, sieht eigentlich aus, als ob er gerade mit dem Surfboard aus dem Wasser kommt und macht aber Bilder und sagt, hey, das finde ich interessant, ich glaube, du machst Yoga, gell? Kann das sein? Oder? Genau, ich habe viel Yoga gemacht, ich war in Indien für einen längeren Zeitraum, bin da in Gehst aber auch surfen? Gehe auch surfen, gehe klettern. Machst auch ganz normales Klettern? Ich mache auch ganz normale Dinge, genau. Nicht so was Verrücktes wie Yoga, was kaum einer macht ja heute. Überhaupt keinerlei. Also man kann sagen, du erlaubst dir auch eine spirituelle Seite neben der klassischen Mann-Seite. Also so, also da sind einfach... Ich glaube, schließe ich nicht aus. Also diese klassische Mann-Seite, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, viele andere wissen das auch. Diese klassische Mann-Seite, da ist da vermeintlich kein Raum da. Aber Spiritualität ist ja nichts Weibliches oder Männliches. Ja. Sondern es ist einfach nur, es ist ein Sein und es ist
die Fragen, die wir in unserem Leben haben, um zu wissen, warum sind wir eigentlich hier? Ja. Ja, und für mich ist das letztes Jahr ganz klar geworden, tatsächlich unter der Dusche, dass ich gedacht habe, so, was ist denn der Sinn des Lebens für mich? Ja. Ja, so diese große Frage, die vielleicht manche haben. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, du hast schon vorher schon Energiearbeit gemacht oder bevor ja, genau, du das unter der 20, Dusche erkannt hast. Ja, oder? Ich habe mit vor der Dusche auch schon, also ich habe mit 20... mit 20 habe ich einen Reiki Grad 1 gemacht, mit 21, 2. Und wie bist du auf Reiki gekommen? Also warum bist du, hast du es gemacht? Das war eine Begegnung einfach. Also das, ach, hat, auch wieder eine Begegnung? Das war auch wieder eine Begegnung, ach, cool, in einem Teeladen. Mhm. Da stand eine Reiki-Meisterin, die hatte so strahlende Augen mit ihren 65. Und ich dachte, wow, ich kann mit 65 so strahlen. Ja, ja. Ich war damals Strahlkraft? 20, aha. Strahlkraft. Okay. Und das hat mich fasziniert. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich dachte, ich probiere das aus. Für mich war das damals wie eine Waschmaschine kaufen. Das macht man fürs Leben. Mhm. Ja, also damals hat man vielleicht mal Waschmaschinen fürs Leben gekauft. Heute halten die 15 Jahre. So ein Reiki-Kurs hält fürs ganze Leben. Mhm. Und ich habe in mich selbst investiert. Also das super ist für mich, diese Ausbildung, auch die Coaching- und Trainerausbildung, ist eine Investition in mich erstmal. Ja, genau. Und was ich dann damit mache, ob ich das jetzt mit der Fotografie verbinde, ob ich in Einzelcoachings versuche, andere Menschen in die Kraft zu bringen, das na super, sieht man da. Ja, das setzt dich ja dann schön zusammen. Und immer wieder, genau, sind es Begegnungen, das finde ich ganz spannend. Ja. Das heißt, du hast also nie wirklich drüber nachgedacht, sondern dir sind die Menschen begegnet. Du hast gesagt, das Gefühl stimmt das oder die Situation stimmt, das mache ich jetzt einfach mal. So hast du auch entschieden dann. Genau, also ich gehe nach dem Gefühl. Ich glaube, dass wir alle Entscheidungen nach dem Gefühl treffen. Also nicht nach dem Verstand? Nö. Okay. Ich glaube, das ist nur gebaut. Also ich glaube, dass auch wenn du eine Waschmaschine kaufst, um bei dem Bleistift zu bleiben, dass wir das auch nach dem Gefühl machen. Man denkt, oh, die Wäsche ist doch richtig geil sauber und das Waschmaschine, sie ist leise und dann höre ich das nicht. Es ist alles ein Gefühl, weil man sich vorstellt, etwas wie etwas sein könnte. Ja, wie eine Reise, die ich buche, wo ich mir vorstelle schon, dass ich am Strand bin und irgendwie das Meerrauschen höre und ich sehe die Sonne untergehen, dann ist das ja nur eine Vorstellung, das erzeugt ein Gefühl und aufgrund dessen, weil das Gefühl gut ist, mhm, oder ich das vielleicht schon kenne, treffe ich die Entscheidung und sage, ja, das mache ich. Super. Ja, klasse. Benjamin, ich danke dir für dieses coole Interview. Ich gerne bin total beeindruckt. Also wer super coole Bilder haben will, also integrale Porträtbilder, sagst du das? Integrale Porträtfotografie, genau, integrale Fotografie. Oder genau, einen kleinen Film für seine Website. Der ist hier in Köln in den Kurzfilmstudios. Richtig? Magst du noch schnell deine Website nennen? Ja, gerne. Also ihr findet mich über benjaminkurz.de. Kurz wie lang, aber mit TZ. Ja, und das war's wieder von Saskia Winkler. Ich wünsche euch allen noch einen ganz tollen Tag und auf bald. Tschüss. Tschüssi.